Hi, mein Name ist Annika. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr da seid. Ich habe mir gedacht, es ist mal wieder Zeit für ein Update. Was geht bei mir ab? Was lese ich? Das erfahrt ihr jetzt. Was geht bei mir ab? Also mein Leben ist gerade so turbulent, dass ich mit dem Kopf gar nicht hinterherkomme. Es passieren gerade so viele Sachen gleichzeitig, dass ich, glaube ich, nach dieser krassen Zeit erstmal so ein bisschen Zeit dann auch wieder brauche, mich zu sortieren. Also privat passiert gerade super viel. Einiges, was wirklich einschneidend ist und krass, aber auch etwas, was richtig schön ist. Ich habe ein neues Hobby. Und zwar tanze ich jetzt Salsa und das brauche ich auch. Also dieser Ausgleich ist wirklich Gold wert. Ich liebe das so sehr. Ich liebe die Musik. Ich liebe es, mich auf die Musik zu bewegen. Ich liebe es, einen tollen Tanzpartner oder eine Tanzpartnerin zu haben, wo das einfach matcht und harmoniert und sich einfach gut anfühlt. Also es, oh, ich liebe, 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 liebe Salsa, wirklich. Beruflich ist gerade auch so viel los. Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Es kann gut sein, dass in den nächsten Monaten vielleicht ein paar weniger Videos kommen, aber ihr seid es ja eh gewohnt von mir. Ich versuche euch aber immer irgendwie in Lebenszeichen zukommen zu lassen und wenn es in Shortform ist oder so. Ich habe auf jeden Fall ein neues Theaterengagement an Land gezogen, worüber ich mich so, so freue. Das wird Ende des Jahres starten, beziehungsweise, naja, die Proben beginnen schon Mitte des Jahres. Ich berichte euch dann aber nochmal, wenn es soweit ist, beziehungsweise, da finde ich, ist der Platz eher auf meiner Schauspielplattform, auf Instagram vorhanden. Da werde ich euch auf jeden Fall über Termine und so weiter dann informieren. Dann habe ich meinen Look verändert, wie ihr unschwer erkennen konntet, schon in den anderen Videos, weil ich einfach mal Bock hatte. Aber das zieht immer einen riesen Rattenschwanz mit sich, weil ich ja dann mein ganzes Bewerbungsmaterial auffrischen muss. Neue Bilder, eigentlich auch neues Demobandmaterial, aber ich hoffe, dass ich vielleicht nochmal irgendwie einen Dreh reinbekomme, dann kurz das reinschnippel und fertig ist. Da muss ich mal schauen, wie ich das mache. Aber neue Bilder, das habe ich mir jetzt vor einer Woche erfüllt. Und zwar bei einer Fotografin, bei der ich schon so lange Bilder machen wollte. Elena Zauke heißt die. Und ich liebe einfach ihre Bilder. Das ist echt immer so, wenn ich auf Instagram bin und bei irgendwelchen KollegInnen gucke und dann bleibe ich immer hängen bei so einem Bild, denke so, oh, das sieht ja richtig gut aus. Wer hat denn das gemacht? Elena Zauke. Und das ist wirklich ganz oft so. Und deswegen dachte ich, ich muss einfach bei dieser Frau Bilder machen. Und die Bilder, die sind vor ein paar Tagen jetzt eingetroffen. Und ich liebe die. Oh, also wenn ihr die dann auf Insta seht, denkt an mich. Ja, so viel zu meinem neuen Look und was da so mit dran hängt. Dann habe ich nächsten Monat so einen richtigen Hochstelzenlauf-Marathon. Ich weiß nicht, wenn es hochkommt, vielleicht eine knappe Woche zu Hause und sonst nur unterwegs. Also in Basel, ich weiß nicht, Mannheim, Großen Aspe, da werde ich es nicht schaffen, was abzufilmen, denke ich. Es sei denn, da ist doch irgendwo so ein großes Loch. Aber ich versuche auf jeden Fall zu lesen, das natürlich. Und jetzt gerade bin ich bei meiner Family und da habe ich mir natürlich auch so ein paar Lesestunden eingeplant. Nicht nur, weil natürlich will ich auch Zeit mit meiner Familie verbringen, aber so ein paar Lesestunden sind schon drin. Und ich zeige euch, welches Buch ich gerade lese. Eigentlich müsstet ihr das wissen. Kleopatra und Frankenstein, das hatte ich ja schon im Lesemonat angeteasert. Ich habe halt was gebraucht bei diesem ganzen Trubel, wo ich so ein bisschen abschalten kann. Kopf aus, einfach genießen, einfach Unterhaltung. Das hatte ich mir erhofft. Und Kopf aus passt auf jeden Fall. Das Buch wird ja auch übelst gehypt. Ich weiß nicht, ob ich dadurch zu hohe Erwartungen hatte. Das erste Kapitel ist top. Es geht hier um Cleo.
Und Frank, warum Kleopatra und Frankenstein, erklärt sich sofort im ersten Kapitel. Auf jeden Fall, Cleo ist Mitte 20, Frank Mitte 40, die lernen sich kennen, verlieben sich. Und das passiert direkt im ersten Kapitel. Und ich liebe diesen Dialog, wie der sich anfühlt, so natürlich. Also das hat die Autorin auf jeden Fall drauf. Das hat mich auch direkt reingezogen. In den nächsten Kapiteln werden dann erstmal die Figuren vorgestellt und die Beziehungen zueinander definiert. Ja, es ist viel Oberschichtengeplänkel, was mich so ein bisschen langweilt. Aber vielleicht ist es irgendwie für den weiteren Verlauf der Geschichte von Bedeutung. Auf jeden Fall hat mich das jetzt so ein bisschen verloren. Aber es wird angedeutet, dass mit Frank irgendwas ist. Irgendeine Düsternis, die mit ihm einhergeht. Und wer weiß, welche Abgründe sich da noch auftun. Also das macht mich auf jeden Fall sehr neugierig, was da noch passieren wird. Bisher bin ich noch nicht so in diesem Rausch, versteht ihr? Diesen Rausch, was ich mir von einem Buch sonst so erhoffe, wenn es mich so unterhalten soll. Und es beamt mich einfach noch nicht so weg. Es kann halt gut sein, dass durch diesen Hype ich auch mega krasse Erwartungen an das Buch hatte. Und ich werde das jetzt einfach mal so ein bisschen runterschrauben, das entspannter lesen. Ich meine, ich bin halt wirklich ja auch noch am Anfang. Wer weiß, wie sich das alles entwickelt. Und vielleicht nimmt mich die Geschichte dann doch noch richtig ein und wendet das Blatt. Es bleibt spannend auf jeden Fall für mich und für euch. Ich werde in den nächsten Tagen versuchen, im Buch voranzukommen. Ich glaube nicht, dass ich das durchbekomme. Das ist unrealistisch, dafür ist hier zu viel Trubel. Aber wenigstens so 100 Seiten, das wäre schon cool. Und da nehme ich euch einfach mit. Hab nur Angst, er bricht durch. Du. Opa, sein Hut in Stück ist. Und er hat da.
Ja, so sehen alle aus. Ich melde mich zurück. Oh Gott, das ist jetzt echt schon ewig her. Ich bin gerade zurückgekommen von einem Auftritt in Großen Aspe. Deswegen bin ich auch noch so geschminkt und habe auch hier noch so einen Hutabdruck. Ganz witzig. Ich habe ein Backstage in der Sattelkammer bekommen, direkt neben einem Pferd, wenn man so will. Und das ist wirklich die Top 3 meiner schrägsten Umkleiden. Ich hatte noch einen Friseurladen. Das war auch richtig tricky, weil da stand überall Krimskrams rum und ich musste mit meinem Riesenkostüm aufpassen, dass ich das alles nicht umwerfe. Und ich bin so ein Tollpatsch und habe während des Umzugs letztendlich mehr geschwitzt aus Angst als beim Auftritt. Ja, und heute Großen Aspe. Hier ist so ein, ja, was sagt man dazu? Eine Gartenausstellung? Schrägstrich Markt? Also da war wirklich alles, von Blumen über Bäume, die verkauft wurden, Käse und auch so Keramik, aber richtig, richtig schön dekoriert. Ich kann euch das mal hier einblenden. Aber eigentlich melde ich mich, weil ich endlich meine Gedanken zu diesem Buch loswerden will. Ich bin ordentlich vorangekommen. Ich bin jetzt auf Seite 320. Und ich bin auf jeden Fall schon etwas mehr drin, sagen wir so. Aber ich denke die ganze Zeit, irgendwas stimmt nicht mit mir, weil ich diesen Hype nicht so ganz nachvollziehen kann. Bisher war es bei mir immer so, dann habe ich das Buch auch gelesen und dann fand ich es auch richtig, richtig gut. Also dieses Gefühl, wenn einem so der Boden unter den Füßen weggerissen wird und man einfach nur noch an das Buch denkt und nichts anderes mehr machen möchte, sondern weiterlesen. Das hatte ich hier einfach noch überhaupt nicht. Was ich gut finde, sind die Dialoge. Ich finde, da muss ich auch wirklich, die wird sogar hier hinten erwähnt, meine ich. Ich muss einfach, ja, an Sally Rooney denken, weil die Dialoge sind so ungekünstelt. Die fühlen sich so aus der Situation heraus an. Das gefällt mir einfach. Da würde mich echt mal interessieren, ob die das auch so schreiben, die ganzen Leute dann. Also Sally Rooney und Coco Mellors. Weil bisher hatte ich das sonst in anderen Büchern noch nicht. Oder ob es trotzdem vorher so konstruiert ist. Also auf jeden Fall fühlt es sich nicht so an. Und ich finde es total schön, wenn das so, wenn man so natürlich in eine Szene gleitet und das alles, ja, sich so entwickelt, ohne dass man das Gefühl hat, dass es irgendwie konstruiert. Den Anfang fand ich richtig gut, weil da wird man direkt reingeschmissen. Man erfährt sofort, wie Frank und Cleo sich kennenlernen. Die Figuren sind total interessant gezeichnet. Da hat die Autorin auch voll das Händchen für, weil mit wenigen Mitteln schafft sie es einfach, dass die Figuren interessant sind. Alle Figuren haben irgendwie Probleme. Das sind alles privilegierte Personen. Ich glaube, ich habe ein Problem oder ein Problem finde ich das falsche Wort. Ich habe einfach Schwierigkeiten, mich in diesen Kreis Personen wohlzufühlen, in der sich die Geschichte bewegt. Ich glaube, das ist es,
weil es ist eine eher oberflächlichere Art Mensch, also auch in der Kommunikation. Man merkt, dass die alle so eine Fassade haben und man jetzt in den Dialogen nicht besonders tief kommt. Und das hat zur Folge, dass ich die Person nicht richtig kennenlerne, dass ich nicht nah genug rankomme, um so richtig mitzufühlen mit den Menschen. Ich glaube, das ist das Ding. So, ich schmink mich jetzt mal ab, weil das ist das geilste Gefühl nach einem Auftritt, die Wimpern ab. Oh, ich finde das so unangenehm. Ach, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich hatte noch nie so viel Angst, meine Meinung zu einem Buch zu teilen, wie bei diesem Buch, weil ich weiß, dass es einfach so viele von euch lieben. Und dieses Cover, ich liebe dieses Cover und ich hätte so gerne auch die Geschichte so vollkommen geliebt, aber irgendwie, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich finde es auch trotzdem interessant und ich mag es, aber es ist halt, also für mich, für mein Gefühl, ist es overhyped. Lasst uns da bitte gerne drüber austauschen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das natürlich so sein soll, dass sie da diese oberflächliche Welt kreiert hat. Aber für mich fehlt halt dadurch einfach der Zugang. Also ich kriege irgendwie diesen emotionalen Zugang nicht. Aber ich bin trotzdem total neugierig auch, wie es weitergeht. Und ich werde es auf keinen Fall abbrechen. Also ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden noch zu meiner finalen Meinung. Und es hat sich auf jeden Fall auch verbessert. Also am Anfang dachte ich, oh Gott, was erwartet mich denn hier? Und ja, jetzt mittlerweile bin ich schon etwas versöhnter und kann mich auch mehr von diesem Hype so distanzieren und lese es jetzt einfach als guten Roman. Aber ja, mal schauen, was da noch kommt, ne? Da bin ich gespannt. Ich hätte auch gedacht, dass es in eine ganz andere Richtung geht. Ich habe gedacht, dass dieses Thema, dass Cleo und Frank, dass die so einen großen Altersunterschied haben. Ich hätte gedacht, das wird viel krasser thematisiert. Das gefühlt ist das mehr ein Problem für das Umfeld als für die zwei. Und ich kann mir aber schon vorstellen, weil die stehen einfach an verschiedenen Wendepunkten im Leben. Ich kann mir einfach schon vorstellen, dass das noch viel mehr Konflikte birgt und auch, dass es aber auch noch mehr Vorteile haben könnte. Also das irgendwie hätte ich mir da gewünscht, dass da noch mehr so kommt. So Thema Erfahrung. Also bei der Sexualität zum Beispiel hätte ich gedacht, okay, die Beziehung kann ja vielleicht auch davon profitieren, dass Frank schon so viel Erfahrung hat mit anderen Frauen. Ja, ach, keine Ahnung. Irgendwie habe ich was ganz anderes mir auch vorgestellt und hatte ganz hohe Erwartungen, muss ich natürlich auch gestehen. Jetzt bin ich die Gedanken erstmal los und wasche mir gleich das Gesicht, weil beim Glitzer, das schmiert man einfach immer nur von A nach B, das muss ich mit Wasser machen. Auf jeden Fall bin ich jetzt ein bisschen erleichtert, weil ich jetzt alles losgeworden bin, was ich bis jetzt über das Buch denke. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Das war nicht meine größte Angst, dass ich was vergesse. Achso, und eigentlich hatte ich ja auch vor, zu Hause ganz viel zu vloggen, aber das ging voll nach hinten los. Aber ja, dafür habe ich ja ein paar Eindrücke und Einblicke aufgenommen für euch als Entschädigung. Ich hoffe, das geht klar. Und natürlich habe ich dann Abend noch gelesen als krönender Abschluss. Das Lesen gehört auch generell zu meiner Abendroutine. Meistens ist es das Letzte vorm Schlafen. Und das habe ich auch während des ganzen Stelzenmarathon beibehalten. Also klar, nach dem Auftritt direkt habe ich mich erstmal abgeschminkt. Das, oh Gott, meine arme Haut. Ich denke wirklich immer mit jedem Mal schminken und abschminken, alter ich ein Jahr. Und ja, dann habe ich mich geduscht, natürlich. Und Dankbarkeitstagebuch geschrieben. Und was ich auch sehr gerne mache, Menschen beobachten. Immer und vor allem an neuen Orten. Und ich habe mir auch was zum Naschen besorgt. So ein kleiner Betthüpferl. Und natürlich habe ich mir danach auch noch
die Zähne geputzt. Ja, und dann ins Bett mit Cleo und Frank. Hab mich immer schön in den Schlaf gelesen. Und da die Auftritte erst am Nachmittag sind, meistens hatte ich auch vormittags noch ein bisschen Zeit zum Lesen. Jetzt fix und fertig. Ihr habt ja gesehen, ich habe so viele Notizzettel. Ich schmiere immer meine Gedanken, die ich habe, so auf Zettel. Und irgendwann sehe ich selber nicht mehr so ganz durch. Hinzu kommen neue Gedanken, die ich habe. Gestern habe ich das Buch beendet und es ist so viel Neues in meinem Kopf. Und ich musste das jetzt erstmal ordnen und zu Papier bringen. Ich brauche das manchmal einfach, dass ich dann so eine Struktur habe. Deshalb mache ich das jetzt hier mal einfach mit Hilfe eines Zettels. Und ich frage mich echt, also was war das bitte? Ich komme da überhaupt nicht darauf klar. Okay, also im Fokus des Romans sind auf jeden Fall Frank. Der ist Mitte 40, ist so ein erfolgreicher Inhaber einer Werbeagentur. Und Cleo, die ist Mitte 20, Künstlerin. Und das Buch startet direkt mit deren Aufeinandertreffen, mit einem ganz tollen Dialog, der mich direkt in das Buch gezogen hat. Ich liebe einfach, weil es so ungekünstelt ist. Und ja, natürlich werden die beiden ein Paar. Das steht ja auch bereits auf dem Klappentext. Und es geht einfach um den Verlauf ihrer Beziehung. Und die Beziehung verläuft ganz anders, als sie sich gewünscht haben. Und mehr sage ich nicht. Ich muss gestehen, mit dem ersten Drittel des Buches so etwa hatte ich meine Schwierigkeiten, einfach weil die beiden sich in gesellschaftlichen Kreisen bewegen, mit denen ich nicht so viel anfangen kann. Das ist so ein Schlagmensch der Oberschicht, die alle ach so besonders sind, also die sich zumindest so
darstellen. Die nehmen so eine Rolle ein und verkörpern die. Und die Gespräche gehen auch nicht über Smalltalk hinaus. Es ist so eine aufgebaute Scheinwelt, in der sie sich bewegen. Das Intimste ist da noch Sex, aber das ist auch irgendwie nur körperlich. Also es geht da halt viel um Sex, Drogen, Partys, um diese Welt erträglich zu machen, hat man so den Eindruck. Wie so eine Realitätsflucht. Und ich finde es einfach sau oberflächlich und deshalb auch uninteressant. Und das hat mich genervt und gelangweilt. Ihr kennt doch bestimmt so Romane, die so extra cool daherkommen, weil sie ganz viele Namen aufzählen oder ja, so angeben mit irgendwelchem Wissen oder so. Und ich hatte das Gefühl, das Buch hat am Anfang so damit angegeben oder beziehungsweise die Leute mit diesem ganz besonderen Erlebnissen, irgendwelche ganz außergewöhnlichen Workshops und alle wichtigen Themen, die so gerade im Umlauf sind, aufgreift. Aber also gleichzeitig, man hat zwar gedacht, oh, da steckt ganz viel drin, aber alles war nur so oberflächlich und am Ende heiße Luft, genauso wie das Gelaber dieser ganzen Leute. Das war auch, die haben so viel gelabert, aber war halt nichts dahinter. Charaktere gab es einige und die wurden mit wenigen Mitteln dargestellt. Da habe ich zu dem Zeitpunkt aber auch schon gedacht, dass ich, also das muss man auch erstmal können. Und das hat mich auch beeindruckt, wie die Autorin das so gehandhabt hat. Also ich finde schon, dass das ja ein gutes Handwerk ist, wenn man sowas beherrscht. Aber durch diese Oberflächlichkeit, die, also einmal diese Erzählperspektive, das war so ja die ErzählerInnenperspektive und die hat mich nicht wirklich nah an die Charaktere gebracht und auch die Dialoge, die sind ja auch oberflächlich geblieben. Deshalb kam ich diesen Charakteren nicht nah und habe dadurch auch keinen emotionalen Zugang gefunden. Ich habe ihn gesucht, aber ich habe ihn nicht gefunden. Und dadurch war mir auch relativ egal, was so mit denen passiert. Also ganz ehrlich, zu dem Zeitpunkt dachte ich echt, ich glaube, ich brauche das Buch nicht in meinem Bücherregal. Das stelle ich dann einfach in so einen öffentlichen Bücherschrank und irgendjemand anderes freut sich darüber. Ich bin aber trotzdem dran geblieben und da habe ich mich auch gefragt, ja, warum war das eigentlich so? Warum bin ich dran geblieben? Weil, also ich habe mich wirklich schwer getan. Auf jeden Fall wegen des Schreibstils, weil der hatte schon so einen gewissen Sog und auch diese Dialoge, die fand ich einfach interessant, weil die so ungekünstelt waren und ja auch so ordentlich Tempo reingebracht haben. Es fiel mir einfach leicht, das Buch zu lesen, so vom Schreibstil her. Und ihr wart natürlich schuld, weil ich habe mir gedacht, wenn das Buch so gehypt wird, das geht doch nicht. Also da muss doch noch irgendwas passieren. Es kann doch nicht sein, dass ich das nicht verstehe. Ich muss es ja nicht mögen. Also natürlich gefallen mir Bücher mehr, in denen meine Themen, die ich halt so mitbringe, vertreten sind und an denen ich so wachsen kann, die einfach, ja, mit denen ich halt mehr anfangen kann. Aber ich habe zumindest immer den Anspruch an mich selber, dass ich verstehe, warum ein Buch gehypt wird, weil sonst denke ich immer, boah, bin ich so unempathisch, was stimmt nicht mit mir? Und ja, mir war klar, so, ich werde es wahrscheinlich nicht hundertprozentig mögen, aber ich will es wenigstens nachvollziehen können und irgendwas muss doch dann noch passieren. Ich konnte wirklich bis dato nicht verstehen, warum das so gehypt wird. Ich habe wirklich die ganze Zeit gedacht, das ist völlig overhyped. Ich war also einfach neugierig und wollte wissen, wo das Ganze noch so hingeht und dann kam das zweite Drittel ungefähr des Romans und mit diesem zweiten Drittel wurde eine neue Figur eingeführt. Moment, also es wurden schon mehrere Figuren uns näher vorgestellt aus der Bubble von Cleo und Frank. Jetzt spreche ich es mal richtig aus, davor war so deutsch. Also wenn ich Cleo und Frank sage, meine ich Cleo und Frank. Ja, aus deren Bubble werden uns schon einige vorgestellt. Aber
Es gibt einen Moment, da wird uns eine ganz besondere Figur vorgestellt. Eine Figur, ich würde sagen, die jetzt nicht unbedingt in sich ruht, aber die auf jeden Fall mehr für sich lebt als für das Außen. Eine sehr bodenständige, humorvolle, ehrliche Figur. Allein wenn ich an die denke, ich finde diese Figur einfach sehr liebenswert und ich fand es einen sehr, sehr cleveren Kniff von der Autorin, dieser Figur die Ich-Perspektive aufzudrücken. Also das war die erste Figur, die mich abgeholt hat, die greifbar für mich war und die so einen richtig frischen Wind in die Geschichte gebracht hat und auch in die Beziehung von Cleo und Frank. In dem Moment kam zum ersten Mal dieser Gedanke auf, ach doch, ich finde, das ist eine solide Geschichte, also kann man auf jeden Fall ins Bücherregal stellen. Ich finde es auch ganz interessant jetzt, wenn ich da so drüber nachdenke, dass dadurch, dass mich eine Figur mehr abgeholt hat, ich dann auch wieder offener war, andere Sachen mehr zu wertschätzen, wie zum Beispiel, dass das Buch auch sehr humorvoll ist und ganz tolle Szenen dargestellt werden, die sehr bildhaft sind. Manche werde ich nicht mehr vergessen, weil die auch ja nicht ganz so austauschbar sind. Letzter Zettel. Oh, ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts vergessen zu sagen. Ich habe jetzt wieder einfach drauf losgeplappert, aber ich glaube, das hat ganz gut geklappt. Das letzte Drittel dann, so ungefähr, da fing es dann an. Die Fassaden der Figuren bröckelten, die Masken sind gefallen und ab da wurde es richtig spannend für mich, richtig interessant. Es ging mir nämlich genauso, also meine Gefühle fingen auch, meine Abwehrhaltung, sage ich mal, meine Bedenken, alles fing an, so langsam zu bröckeln. Und wenn ich das Buch jetzt rückblickend betrachte, macht alles Sinn. Weil auch der Aufbau halt so ist, dass am Anfang halt diese Oberflächlichkeit dargestellt wird und man sich so langsam zum Kern der Figuren hinarbeitet. Und das finde ich wiederum richtig, richtig schön. Ja, ist halt schon so, wie halt auch das Leben so ist. Auch wenn ich finde, dass man sicherlich darüber diskutieren könnte, einige Szenen rauszukicken. Also manche fand ich einfach nicht relevant für die Geschichte oder für die Figuren, also nicht unbedingt. Manche fand ich so krass. Also schaut euch bitte auch die Triggerwarnungen an. Klar sind das interessante Szenen und machen nochmal was Neues auf, aber ich habe diese eine Szene im Kopf und das war gefühlt so random und so schnell abgehandelt. Ich finde, das sollte man dann schon noch ein bisschen mehr aufarbeiten und nicht so oberflächlich behandeln. Finde ich ein bisschen schwierig. Ich finde schon, also meiner Meinung nach hätte man schon mal so 20, 30 Seiten auf jeden Fall raushauen können nochmal aus dem Buch. Aber ja, ich hatte schon das Gefühl, dass es auch einfach mega besonders sein möchte. Aber natürlich bietet es ordentlich Gesprächsstoff, das natürlich schon. Also ich glaube, das ist so ein perfektes Buchclub-Buch. Ich hätte das gerne innerhalb eines solchen Anlasses gelesen. Man kann sich halt leider in den Kommentaren auch nicht so detailliert austauschen, weil man will ja auch nicht spoilern. Also ich bitte euch auch, euch da zurückzuhalten. Aber so ein bisschen andeuten und so können wir das natürlich gerne. Ich glaube, ich werde auch nochmal mit einer Freundin darüber reden, weil irgendwie so alles habe ich da auf jeden Fall auch noch nicht verarbeitet, was in dem Buch so passiert und ich habe da auch wirklich noch so ein bisschen Redebedarf, merke ich auch gerade.
weil ich gar nicht aufhöre zu reden. Was steht da noch so auf meinem Zettel? Hier steht gar nicht mehr so viel. Hier steht noch, dass es ein stimmiges Ende hat. Das finde ich sowas von. Es hat mich richtig berührt. Und ach Leute, ich nehme zurück, dass ich gesagt habe, ich finde es overhyped. Das finde ich nicht. Ich kann jetzt auf jeden Fall nachvollziehen, warum das so viele von euch feiern. Ich werde diese besondere Beziehung zwischen Cleo und Frank und auch zwischen den anderen Figuren nicht mehr vergessen. Oh ja, oh Gott, das war echt eine Achterbahnfahrt hier. Aber eigentlich auch nicht, das stimmt ja nicht, weil eine Achterbahnfahrt geht ja hoch und runter. Eigentlich war es für mich eher sowas. Es war eher so wie so ein Berganstieg und es war ein harter Kampf, auf den Gipfel zu gelangen, aber es hat sich gelohnt für diese Aussicht. Ich glaube, das ist eine passende Metapher. Danke, danke, dass ihr bis hier dran geblieben seid. Hoffentlich, ich stelle mir gerade vor, dass einige so ab dem ersten Drittel des Videos, was ja dann auch zu dem ganzen Buch wieder passen würde, dass die da abbrechen und denken, oh, die mag mein Lieblingsbuch nicht. Nee, nee, die mag ich jetzt auch nicht mehr. Also ich hoffe, dass es nicht passiert. Ihr seid bis zum Ende dran geblieben und ihr habt euch quasi mit meinen Gedanken versöhnt, mit mir wieder versöhnt. Ich bin mit dem Buch versöhnt. Ich finde das auch absolut nicht schlimm, wenn ich ein Buch nicht mag. Wie gesagt, ich möchte das einfach nur nachvollziehen können, so ein Hype. Und bisher konnte ich das immer und es hätte mich stark gewundert, wenn ich das, also wenn dieses Gefühl vom Anfang geblieben wäre. Lange Rede, kurzer Sinn. Danke, dass ihr dran geblieben seid. Ich bin auf jeden Fall übelst gespannt, was ihr so sagt. Haut mir wirklich alle Gedanken mal in die Kommentare. Wie ging es euch denn damit mit dem Buch? Hatte irgendjemand so eine ähnliche Erfahrung beim Lesen wie ich? Oder war es bei euch so, dass ihr sofort abgeholt wurdet und ihr das sofort geliebt habt? Lasst uns mal auf jeden Fall darüber austauschen, weil es würde mich wirklich sehr interessieren. Ich weiß ja nicht, habt ihr das überhaupt schon gelesen? Aber ich meine, die meisten haben es schon gelesen von euch. Und ich muss jetzt aufhören zu sabbeln, weil ich bin wirklich fix und fertig. Ich glaube, man sieht es auch. Ich muss mich jetzt echt noch ausruhen. Ich habe noch ein paar Tage Hochstelzenlauf in Kloppenburg vor mir, dann geht's nach Basel und dann weiter will ich auch erstmal gar nicht denken. Ich verabschiede mich jetzt einfach an der Stelle bei euch. Danke, dass ihr mich so lange begleitet habt. Ich wünsche euch bis zum nächsten Video ganz tolle Lesestunden, wie immer. Und ich freue mich schon auf das nächste Video, das ich für euch drehen darf. Tschüssi!